Hallo, PC Games ist zu Gast bei Nival Interactive in Moskau, die Macher von Silent Storm und Blitzkrieg 2. Diesmal gibt's zu sehen das Fantasy-Strategiespektakel Heroes of Might and Magic Teil 5. Hallo, ich bin Thomas Legrand, arbeite seit 4 Jahren für Ubisoft und bin zurzeit Producer des Fantasy-Strategiespiels Heroes of Might and Magic 5, das in Kooperation mit Nival Interactive in Moskau entsteht. Drei Jahre sind vergangen, seit der letzte Teil der legendären Heroes of Might and Magic Serie erschienen ist. Aber keine Sorge, die Zeit des Wartens ist bald vorbei. Bei Nival Interactive feilt man derzeit noch an Kleinigkeiten. Schon im Februar 2006 soll Heroes of Might and Magic 5 erscheinen. One of the most important goal we had. Eines unserer wichtigsten Ziele ist, dass der 5. Teil sowohl die alten Hardcore-Fans der Serie anspricht, als auch Neueinsteiger interessiert, die noch nie etwas von Heroes of Might and Magic gehört haben. Das Spiel dreht sich auch im neuen Teil wieder um magiebegabte, mächtige Helden. Diese führen, wie zuvor, Fantasy-Armeen durch das Land Ashan und sammeln Waffen und Erfahrung, um mächtige Zauber zu wirken und so den Gegner zu schlagen. Zwei der wichtigsten Entwicklungsmaßnahmen waren die Einführung einer zeitgemäßen 3D-Grafik und die Kooperation mit Olivier Ledroit, dem bekannten französischen Comiczeichner. Seinen einzigartigen Stil haben wir in das Heroes-Universum integriert. Diese Kooperation führte dazu, dass wir große Teile des Grafikstils an sein neues Design angepasst haben. Now in Heroes of Might and Magic 5 we have 6 factions. Das Spiel bietet 6 verschiedene Spielparteien. Die meisten Fraktionen kommen aus den vorangegangenen Spielen, die wir bezüglich des Designs, Verhaltens und Fähigkeiten verändert haben. Und es gibt natürlich Helden, die Zaubersprüche und ein paar Spezialfähigkeiten beherrschen. Wie man sieht, ist das Spiel in 3 neue Teile aufgegliedert. Der erste Teil ist die Heimatstadt, in der Sie Kreaturen rekrutieren oder neue Gebäude errichten können. Neue Gebäude ermöglichen wiederum den Bau anderer Kreaturen oder geben ihrem Helden die Möglichkeit, mächtigere Zaubersprüche zu erlernen. Sie haben auch Zugriff auf spezielle Spielelemente wie Katapulte oder Erste-Hilfe-Camps, die ihre Armeen im Feld unterstützen. Der 2. Teil des Spiels ist das klassische Erkunden der Spielwelt und der 3. Teil besteht aus den Schlachten zwischen den Armeen. Um an neue Armeen zu gelangen, müssen sie sich nur in der Spelunke der Heimatstadt umsehen. Dort warten arbeitslose Helden mit ein paar Söldnern darauf, gegen Bezahlung Gefolgschaft zu schwören. Auch hier haben sich die Macher von Heroes of Might and Magic 5 Anleihen bei den ersten 4 Teilen geborgt. So führen Helden zwar Armeen, können aber nicht als Feldeinheiten aufgestellt werden. Dafür unterstützen sie ihre Truppen mit Magie vom Spielfeldrand aus. We really put a strong focus
Dem Mehrspieler-Modus haben wir besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Der erste Modus ist die klassische Hotseat-Variante, die von den anderen Heroes-Teilen bekannt ist. Die Spieler sitzen an einem Rechner und wechseln sich rundenweise mit den Zügen ab. Dann bieten wir natürlich Mehrspieler-Gefechte über ein lokales Netzwerk oder das Internet. And through ubi.com, you have several options to turn on or off. Eine erste Proberunde lässt hoffen. Heroes of Might and Magic 5 spielt sich weitestgehend wie der beliebte dritte Teil und bietet ein paar Features aus Teil 4. Dazu kommen neue Elemente, die das Gameplay ordentlich aufpeppen. Moving around on the adventure map.